In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie schnell in Snap sich Kernwörtertafeln selbst erstellen können, um diese für Modeling zu nutzen oder einfach als nicht elektronische Hilfe in bestimmten Situationen einsetzen zu können. Dazu gehen Sie in den Bearbeitungsmodus über das Zahnrad mit dem Stift oben rechts. Wir sind jetzt hier auf der Kernwörterseite und gehen an dem Punkt auf die Seite. Und unter Seite gibt es den Punkt Drucken. Dasselbe finden Sie auch im rechten Menübereich. Die Kernwörterseite ist nun als Seite zum Drucken schon ausgewählt. Ich kann also auf Weitergehen. Ich kann jetzt an dieser Stelle das Mitteilungsfenster, die Werkzeugleiste und auch die Darstellung von Verknüpfung herausnehmen, sodass es wirklich nur die Kernwörter sind, die zu sehen sind. Ich kann dann auf Drucken gehen. Und kann an dieser Stelle dann halt noch schauen, dass ich meinen Drucker entsprechend auswähle, den ich haben möchte, oder es als PDF ausdrucken. Ich kann die Ausrichtung auf Querformat stellen, sodass es auch dem richtigen Format entspricht. Und ich kann eben noch Farbe oder auch in Schwarz-Weiß ausdrucken und das Ganze drucken. Breche an dieser Stelle einmal ab. Sollte ich nicht das in der Rastergröße 8x10 benötigen, kann ich schnell unter Seitenset und Rastergröße kleineres Raster auswählen und dann wieder unter Seite und Drucken die Kernwörterseite nehmen und durch Ausschalten der nicht benötigten Dinge schnell die Kernwörterseite auch in der entsprechend anderen Rastergröße auswählen und drucken.